Herzlich willkommen auf meinem Kanal RPG Fan. Heute geht es um einen alten, wohlbekannten Bug, Trick, nennt es wie ihr wollt, nämlich um den Flug mit dem Eimer. Ich bin ja bekannt als jemand, der in Skyrim gerne mal Bugs zu seinem Vorteil nutzt. Doch letztens war ich mal überrascht, warum ich auf einmal mit dem Eimer nicht fliegen kann. Ich dachte, wurde es gefixt oder was? Aber kann ja nicht sein. Und das war einfach nur mein Fehler, denn ich habe einen falschen Eimer benutzt. Nehmen wir zum Beispiel diesen Eimer hier, den ich benutzt habe, und stellen den neben diesen beiden hier, die im Windhelm übrigens, wer die benutzen will, die stehen im Windhelm immer neben den, also in den Stellen von Windhelm bei den Pferden. Die Pferde trinken daraus Wasser. Wir sehen also, dieser Eimer, den ich benutzen wollte, der ist viel kleiner als diese beiden. Das heißt, mit dem kleinen funktioniert es nicht. Auch mit dem hier, es hat bei mir nicht funktioniert. Vielleicht bei euch, ich weiß es nicht. Aber das hier ist ein richtiges Wunder. Und ich zeige gleich, wie das funktioniert, falls das jemand noch nicht wissen sollte. Und der schwierigste Part an diesem gesamten Trick ist es überhaupt, dieses Eimer so hinzustellen, damit es endlich steht. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir irgendwo bei unseren Abenteuern da oben interessante Sachen gesehen haben, aber dann nicht nach oben können. Dann kann man Folgendes machen. Wir müssen auf dieses Eimer drauf, und zwar genau hier hin auf diese Leiste. Nicht auf die Halterung hier, sondern hier auf die Leiste. Am besten hier so in der Ecke müssen wir stehen. Also jetzt bin ich auf der Halterung, jetzt so ein bisschen zurück auf die Leiste. Perfekt. Jetzt auf dem PC können wir einfach E drücken und auf der Konsole dann eben die entsprechende Taste, die wir dazu brauchen, um mit den Gegenständen zu interagieren bzw. sie hochzuheben. Also ich drücke jetzt E und halte kurz und jetzt kann ich E loslassen. Der Flug geht los. Wir müssen die ganze Zeit nach unten gucken auf den Eimer. Jetzt schauen wir, aha, jetzt sind wir hoch genug. Einfach einmal springen, zweimal springen. Bang. Und wir sind oben. Bei diesem Flug aber aufpassen, wir können natürlich richtig weit oben fliegen. Und dann, wenn man zu spät abspringt, dann wisst ihr, was passiert. Und so funktioniert also der gute alte Eimerflug. Eigentlich eine Sache, die schon seit Jahren im Internet kursiert, also eigentlich bekannt ist. Und doch habe ich irgendwie vergessen, wie genau das funktioniert, weil ich nicht darauf geachtet habe, wie viele Eimer es sind. Ich finde, dieser Bug ist sehr nützlich, also vor allem für Leute, die nicht cheaten können, zum Beispiel auf einer Konsole, aber irgendwo hoch wollen, um eine Sache abzuholen. Oft ist es so, dass man bestimmte Stellen erreicht, wenn man den Schrei Wirbelwind-Sprint hat, aber wenn man es nicht hat, dann kann man eben diese Sache nutzen. Schreibt eure Kommentare, eure Meinung in den Kommentaren über diesen Bug. Und was mich noch interessieren würde, ob ihr den kanntet. Okay, jetzt bin ich eindeutig viel zu hoch. Und ja, man kann richtig hoch fliegen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingucke, dann geht es nach unten. Uff. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen?